Was up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten MW2-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es hier ein sehr, sehr wichtiges Video, denn es wurden alle Details zu der Season 1 in Modern Warfare 2 verkündet. Wir haben also einen kompletten Überblick über den ganzen Content, der hinzugefügt wird. Das Ganze startet ja am 16. November. Und dabei wurden viele unserer Gebete erhört, denn der Prestige-Modus, der da angekündigt wurde, Freunde, ich hätte nicht damit gerechnet, aber der sieht wirklich gut aus. Das heutige Video ist mal wieder gesponsert von Eneba.com und dort gibt es wirklich einen krassen Deal bis zum Freitagabend, denn ihr bekommt eine 100 Euro PSN-Karte für nur knapp 80 Euro dort. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den Link in der Beschreibung anzuklicken und dort diesen Discount-Code anzugeben. Der Code lautet GOW.de, also passend zu dem Release vom neuen God of War Ragnarok, könnt ihr euch dort diesen sehr, sehr schmackhaften Rabatt absahnen. Den besten Preis für Guthaben auf jeglichen Plattformen findet ihr wie immer nur bei Eneba.com. Starten wir jetzt direkt mal mit den ganzen News, die wir bekommen haben. Und hier seht ihr auch schon die komplette Roadmap für die Season 1 in MW2. Hierbei sehen wir auch schon die großen Überpunkte. Natürlich Warzone 2 wird da auch mit am Start sein. Der neue Modus DMZ. Dann natürlich all das, was für Modern Warfare 2 rauskommt, also den Multiplayer-Modus. Den neuen Battle Pass, den wir bekommen werden. Das Modern Warfare FC Event, wo wir dann mit Fußballspielern als Operator MW2 spielen können. Und dann noch weitere Waffen, Operator und vieles mehr, was alles dann im Laufe dieser Season hinzukommt. Wird. Kommen wir zuallererst natürlich hier zu Warzone 2, das mit einer komplett neuen Map natürlich startet, Al-Mazra. Hierbei gibt es 18 neue Points of Interest, wo wir dann natürlich auch den neuen Modus DMZ spielen werden, dieser Extraction-Modus, über den ich euch später noch mehr erzählen werde. Die zweite Version von Warzone hat dabei extrem viele neue Features im Gegensatz zu Warzone 1 bekommen. Unter anderem wird es eine Third-Person-Spieleliste geben, wo man dann wirklich sehr, sehr klassisch dort im Third-Person-Modus den Battle Royale spielen kann. Es wird wie bei Warzone 1 auch hier wieder Loadouts geben, also ein großer Unterschied zu anderen Battle Royale Modi. Ihr könnt also vorgefertigte Klassen mit ins Spiel nehmen. Es ist nur ein bisschen anders, wie ihr die ganzen Sachen bekommt, im Gegensatz zu Warzone. Und zwar könnt ihr die einmal durch Ingame-Shops erwerben, dann durch solche Events, die im Spiel auftreten werden und durch sogenannte Strongholds oder Black Sites. Das sind solche großen Gegnerstützpunkte, die ihr erst clearen müsst, um dann eure Belohnung zu bekommen, was in dem Fall dann euer Loadout ist. Somit dann auch hier eine große Änderung zu der Warzone 2 Beta, wo ja viele sich darüber aufgeregt haben, dass irgendwie keine Loadouts mehr geben wird. Die sind aber jetzt dann doch wieder im Spiel, nur auf eine andere Weise. Was aber fast genauso zurückkehren wird wie in Warzone 1, ist das Looten. Das war ja auch ein krasser Kritikpunkt in der Beta, wurde hier aber auch nochmal ein bisschen reversed und somit sehr, sehr ähnlich gestaltet wie das Looten, was wir sowieso schon aus Warzone kennen. Auch der Gulag wird natürlich wieder zurückkehren, aber mit der großen Änderung, dass es jetzt nicht mehr 1 gegen 1, sondern 2 gegen 2 ist. Ihr müsst also mit einem zufällig zugeordneten anderen Spieler euer Gegnerteam besiegen. Dabei gibt es aber auch noch eine witzige Änderung, und zwar gibt es einen sogenannten Jailer. Und wenn der besiegt wird, können alle 4 Spieler nochmal in die Runde zurück. Hört sich witzig an, bin gespannt, wie das aussieht. Bot-Gegner werden auch nur noch in diesen Strongholds, also in diesen Stützpunkten auftreten, also werden nicht mehr auf der normalen Map rumlaufen wie in der Beta. Es werden hier übrigens auch ein Haufen neuer Fahrzeuge mit implementiert, unter anderem dann natürlich auch Wasserfahrzeuge wie Boote und sowas, mit denen ihr dann auch eure Kämpfe auf den Wasserflächen austragen könnt. Das, auf was ich mich aber am meisten an Warzone 2 dieses Jahr freue, ist der Untermodus DMZ, der wirklich sehr, sehr vielversprechend aussieht. Dazu bekommen wir aber noch weitere Details in den kommenden Wochen und ich werde bestimmt nochmal ein extra Video zu diesem Modus machen. Kommen wir aber jetzt endlich mal zum Multiplayer, und zwar sind dort 2 neue Maps angekündigt worden für Season 1. Und zwar ist das die sehr, sehr beliebte Map Shipment und dann noch Shoothouse. Shoothouse wird direkt schon am 16. November rauskommen, aber leider müssen wir auf Shipment noch ein bisschen warten, und zwar bis zum 14. Dezember. Also fast einen ganzen Monat, bis wir uns dann dort in das absolute Chaos stürzen können. Leider sind das hier wirklich nur 2 neue Maps für Season 1. Ich hoffe so sehr darauf, dass wir noch andere klassische Maps sehen werden, beziehungsweise fast alle Fan-Favorite-Maps noch irgendwann sehen werden. Und ich hoffe nicht, dass es wirklich zu jeder Season nur 2 Maps gibt, denn dann kann es wirklich sehr knapp werden. Wir bekommen dann auch den ersten Vorgeschmack auf den Ranglisten-Modus, also den Ranked-Mode, mit einer Ranked-Moshpit-Playlist. Wir bekommen auch neue Missionen für die Kooperativ-Modi, und zwar wird zum Launch der Season 1 direkt der Modus High Ground hinzugefügt und später dann irgendwann in der Mitte der Saison ein sogenannter Raid-Modus, wo wir zu dritt Missionen abschließen müssen. Worauf viele, viele gewartet haben, ich weiß, viele von euch haben mich auch immer wieder gefragt, und zwar der Hardcore-Modus wird natürlich auch am Start sein. Was auch endlich dann zurückkehren wird, ist die Kaserne. Ihr könnt dann endlich eure Stats sehen. Der bisher fehlende Content wird hier also endlich mal aufgefüllt. Das Einzige, was hier nirgendwo erwähnt wird, sind solche Karriere-Herausforderungen bzw. Missionen, die
ja auch noch nicht im Spiel sind, die wir eigentlich schon längst hätten bekommen müssen, aber hiervon ist keine Rede. Wir bekommen auch einen komplett erneuerten Battle Pass. Der soll jetzt nicht mehr so geradlinig sein, sondern jeder Spieler kann sich hier frei auswählen, welche Sachen er freischaltet mit solchen Tokens, die man bekommt. Es soll also hier einfach mehr Auswahl geben und jeder Spieler, der den Battle Pass hat, soll hier wirklich genau aussuchen können, was er will. Kommen wir jetzt aber mal zu der für mich erfreulichsten Nachricht aus diesen ganzen Neuigkeiten. Und zwar ist das der neue Prestige-Modus, der auch mit an den Start geht am 16. Wir wussten ja alle, dass ein Prestige-Modus kommen wird für die neue Season, beziehungsweise für alle folgenden Seasons. Aber gefühlt jeder hat damit gerechnet, dass das Ganze immer wieder resettet wird, wie es leider in den letzten Jahren war. Und wir eben kein klassisches Prestige bekommen werden. Ich habe einen Haufen Videos darüber gemacht. Aber Freunde, unsere Rufe wurden von Gott erhört. Das Prestige, das wir erreichen, wird nicht resettet. Ich wiederhole, es wird nicht resettet. Wir bekommen ganze 5 Prestige-Ränge, das Ganze immer mit jeweils 50 Leveln. Prestige 2 also mit Level 100, dann 150, 200 und Level 250 wird dann Prestige 5 sein und somit das höchste in dieser Season. Zur nächsten Saison wird es dann wieder neue Prestige-Ränge geben, aber wie schon gesagt, das Gute daran ist, wir machen dann von dort aus weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wenn ihr zu Ende der Season 1 nur auf Prestige 2 seid, werdet ihr von dort weiter leveln, auch wie wir alle auf 3, 4, 5 und dann erst auf die neuen Ränge in der zweiten Saison. Es ist also wirklich fast wie das klassische Prestige, das ich mir gewünscht hatte, nur dass wir auf die neuen Ränge immer wieder warten müssen, bis eine neue Season rauskommt, falls wir wirklich schon auf Max Prestige sind. Für mich ist das eine unglaublich wichtige Änderung. Ich habe jetzt schon gemerkt, viele Spieler, die auf Level 55 sind, jetzt in MW2, haben irgendwie keine Lust mehr wirklich zu leveln. Es geht da nur noch um die Waffen und alle XP, die man sonst so bekommt, ist irgendwie für die Tonne. Aber da es jetzt wirklich immer mit dem Prestige wieder weitergeht und zu jeder Season neue Ränge hinzugefügt werden, hat man immer was zu grinden. Und das ist für die Langlebigkeit von MW2 einfach extrem wichtig. Wir sehen ja hier auch schon, wie die ganzen Ränge aussehen werden, die wir bekommen. Für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen schlicht, sehen alle ein bisschen zu gleich aus. Wenn man das mit den Black Ops Rängen vergleicht, ist das doch schon sehr, sehr schlicht. Aber ich will jetzt hier nicht meckern auf hohem Niveau. Ich bin einfach froh, dass das System, so wie es hier ist, geändert wurde. Es wird dann übrigens auch 4 neue Waffen geben, und zwar die Victus XMR Sniper, die zum Launch schon im Battle Pass erreichbar sein wird. Dann die Bars P-SMG, die auch dann im Battle Pass erhältlich sein wird zum Launch. Dann wird irgendwann das Sturmgewehr Chimera kommen, in der Mitte der Saison. Und auch zum Launch, aber dann wahrscheinlich käuflich, das M13B Sturmgewehr. Dann haben wir noch 3 neue Operator, die kommen werden, und zwar sind das Zeus, Klaus und dann noch Gas aus der Kampagne. Und zu guter Letzt dann noch hier diese sehr, sehr merkwürdige Kollaboration, wo wir Neymar, Messi und Pogba als Operator spielen können. Natürlich sind die nur als Bundle erhältlich zum Kaufen. War ja klar, dass sie die nicht for free raushauen, aber wenn ihr krasse Fans von einem dieser Spieler seid, Greatest of All Time Messi, Schwalbenkönig Neymar oder der verrückte Paul Pogba, dann könnt ihr wirklich mit denen spielen. Aber wie gesagt, nur wenn ihr sie käuflich erwirbt. Ja, Freunde, und das waren dann auch schon alle Informationen zur Season 1 in Modern Warfare 2. Ihr seht schon, da wird viel auf uns zukommen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn wir es dann in-game haben. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Auf was freut ihr euch am meisten? Welche News hat euch hier am glücklichsten gemacht? Bei mir ist es definitiv der Prestige-Modus. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Support ist kein Mord, Freunde. Und abonniert den Kanal, damit ihr gar nichts mehr verpasst in Sachen MW2, MW2 News, MW2 Glitches, Tipps und Tricks, alles, was es zu Modern Warfare 2 zu sagen gibt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, hasta la vista, meine Freunde, und bis zum nächsten Part.